Herzlich willkommen heute zur Herzmeditation mit den 5 Herzöffnen. Und diese Meditation hat mein Leben sofort verändert, als ich sie zum ersten Mal schon kennengelernt habe. Und seit vielen Jahren praktiziere ich diese Meditation. Und es ist unglaublich, was ich da erlebt habe, wenn ich das immer wieder regelmäßig übe. So, wir beginnen mit aufrechten Sitz. Atme ein, öffne dich, nimm die Hände nach oben, heb den Kopf, atme aus, senk den Blick zu deinem Herz. Atme ein, öffne dich wieder. Und atme aus, senk die Arme, Kopf. Und wieder ein, Kopf heben. Und aus, Kopf senken. Nochmals einatmen und ausatmen. Kannst du langsam die Augen schließen. Du atmest ein, öffnest dich und atmest aus. Bringst die Aufmerksamkeit in dein Herzzentrum. Hältst einen Moment inne, atmest wieder ein und aus. Kopf senken. Fokus, Herz, wieder ein und aus. Dann legst du die linke Hand auf das Brustbein, die rechte Hand drüber, richtest deine Wirbelsäule auf, den Nacken lang, die Schultern entspannt. Nimmst ein paar tiefe Atemzüge und fokussierst die Herzatmung im Herzzentrum, atmest du ein. Atmest aus. Atmest wieder ein. Machst du es ein paar Mal in deinem Rhythmus, Herzatmung. Und dann löst du dich von dieser bewussten Atmung, spürst deine Hände. Und der erste Herzöffner, mein liebes Herz, ich nehme mir Zeit für dich. Mein liebes Herz, ich nehme mir Zeit für dich und nun spüre die Wirkung. Sich Zeit nehmen für sein Herz. Spüre einfach, wie sich das anfühlt, sich Zeit zu nehmen für dich selbst, für dein Herz. Und alle Gedanken und Gefühle, die jetzt kommen, dürfen wieder gehen, durch dich hindurchfließen, denn jetzt ist Zeit für dein Herz. Dein Herz fühlt es, wenn du ihm Zeit schenkst. Dein spirituelles Herz.
der zweite Herzöffner. Mein liebes Herz, ich spüre dich. Mein liebes Herz, ich spüre dich. Und fühl einfach die Empfindungen in deinem Herzzentrum, in der Mitte. Und vielleicht merkst du jetzt, wie es sich öffnet. Durch dein Spüren, wie es weit wird, wie es sich entspannt und wie es sich wohlfühlt, wenn du dich dafür öffnest. Die Schultern sind entspannt, der Atem fließt. Und du spürst dein Herz. Durch dein Spüren dürfen sich jetzt Anspannungen, Knoten in deinem Herzen, Blockaden lösen. Denn wenn du dich öffnest durchs Spüren, kann sich alles wieder lösen. Spür auch die Wärme deiner Hände, wie es fließt, die Lebensenergie. Die heilende Berührung deiner Hände spüren. Denn deine Hände, dein Spüren heilt. Und das dritte herzöffnende Mantra, mein liebes Herz, ich höre auf dich, auf diese Stimme im Herzen. Ich höre auf mein Herz. Dein Herz hören bringt dich in Verbindung mit der Herzensstimme. Höre auf dein Herz. Diese Herzensstimme ist ganz sanft. Du kannst sie nur hören, wenn der Geist ruhig wird. Denn die Stimme deines Geistes ist die Unruhe, das ständige Hin und Her. Und die Stimme deines Herzens kommt aus der Stille. Plötzlich hörst du ein Ja und ein Nein. Höre auf dein Herz.
denn die Weisheit ist in deinem Herzen. Und dein Ja spürst du auch, dass sich das Herz öffnet, weit wird, weich wird. Und wenn sich das Herz anspannt, verschließt, zumacht, dann ist es ein klares Zeichen, dass es für dich nicht stimmig ist, für dein Herz nicht passt. Und je mehr du auf dein Herzen hörst, desto stimmiger wird dein Leben sein. Du musst das Herz nicht mehr schließen, denn dein Herz kann alles hören. Es urteilt nicht, es wertet nicht, es ist einfach offen. Und die Weisheit deines Herzens verwandelt alles. In Klarheit. Und dann die vierte herzensöffnende Handlung. Mein liebes Herz, ich vertraue dir. Mein liebes Herz, ich vertraue dir. Ganz ein tiefes Vertrauen. In dein Herz. In die Weisheit, in das Göttliche, das in deinem Herzen immer da ist. Vertraue deinem Herzen. Ganz tiefes Vertrauen. Und Gedanken und Gefühle dürfen einfach kommen und wieder gehen, denn in deinem Vertrauen löst sich alles auf. Ganz tiefes Vertrauen in die Weisheit in deinem Herzen. Dann noch den letzten Herzöffner, den fünften. Mein liebes Herz, ich handle aus dir. Wenn du ganz aus dem Herzen handelst, ganz aus dem Frieden, aus der Freiheit, aus der Freude, aus der Begeisterung. Wenn du ganz mit dem Herzen handelst, sind deine Handlungen kraftvoll, befreiend. Und alles, was du tust und sprichst, kommt aus dem Herzen, aus der Kraft deines Herzens. Der Verstand
Dein Geist ist eins mit deinem Herzen, ist einverstanden, ist in der Einheit. Herzgeist, wenn du aus dem Herzen handelst, ist alles miteinander verbunden. Und dann löse langsam dein Herzmutter, deine Hände, spür die Wärme, leg die Hände auf die Oberschenkel, richte nochmal die Wirbelsäule auf. Das ist der Schlüssel deines Lebens, das offene Herz. Und wenn es dir gelingt, dein Herz nicht nur in der Meditation offen zu halten, auch im Leben, dann bist du frei, im Frieden, der Liebe, Zufriedenheit, glücklich. Du spürst deine Seele im Herzen. Und die Kunst ist es, das Herz immer wieder zu öffnen. Das kannst du in der Herzmeditation mit den 5 Herzöffnen üben und im Leben praktizieren. Und jede Herzmeditation ist ein Geschenk für dich, aber auch für alle anderen Menschen und Wesen, die mit dir in Kontakt sind, Verbindung sind. Und diese Herzmeditation wird dein Leben sofort verändern. Und dann bring beide Hände vors Brustbein. Dann öffne langsam die Augen. Ja, und diese 5 Herzöffner, sich Zeit zu nehmen, auf sein Herz zu, sein Herz zu spüren, richtig zu fühlen, auf sein Herz zu hören, ganz wichtig, auf sein Herz zu vertrauen und dann aus dem Herzen zu handeln. Wenn du diese 5 Herzöffner regelmäßig durchführst, dann wird dein Leben sofort sich wunderbar verändern. Ich wünsche dir von Herzen ein offenes, glückliches, erfülltes Herz. Namaste.